Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Auch dem ersten regulären Hörgenuss des Monats Video, bei dem ich euch herzlich willkommen heiße. Ja, ein paar Mädels haben sich ja zusammengetan und möchten über Hörbücher sprechen, über das Hören, das Entdecken, da über Hörspiele, über Podcasts und eben über den Hörgenuss des Monats. In der Regel ein Hörbuch, ein Hörspiel, irgendetwas, was uns auf den Ohren sozusagen ganz viel Vergnügen gebracht hat. Und heute gibt es das erste reguläre Video. Ich packe euch alle Mädels unten in die Infobox. Wir haben einleitend auch einen kleinen Hangout gemacht, in dem wir einen Tag im Grunde beantwortet haben. Und ich packe euch auch den Hangout mal unten in die Infobox. Es gibt ein neues Mädel, was dazugekommen ist in den festen Kreis. Das ist die liebe Mel, die ich schon lange, lange anschaue. Und besonders, wenn ihr Thriller mögt, empfehle ich euch auf jeden Fall auch bei ihrem Kanal vorbeizuschauen. Alles findet ihr unten, auch das Hörbuch, über das ich heute sprechen möchte. Geplant ist dieses Format immer am letzten Donnerstag des Monats, deswegen sehen wir uns auch heute. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit meinem Video, mit unseren Videos, denn alle anderen packen heute sozusagen auch ihren Hörgenuss in eure Abo-Box. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Videos. Mein Hörgenuss des Monats war Der zweite Schlaf von Robert Harris. Ich hatte in meiner Bücherwoche schon ganz kurz so ein bisschen darüber gesprochen und auch schon gesagt, dass ich dieses Video dazu nutzen werde, um ein bisschen mehr über dieses Highlight zu sprechen, und das werde ich jetzt hiermit natürlich auch tun. Ich habe schon einige Bücher von Robert Harris gelesen. Das war mein erstes, was ich von ihm gehört habe, und auf die Idee des Hörens in diesem Fall bin ich gekommen, weil die liebe Paddy und der liebe Thorsten so davon geschwärmt haben und ich einfach dachte, hier, du hast noch ein, zwei Audible-Gutscheine übrig, da holst du dir dieses Buch, das gesprochen wird von Frank Arnold, eine mir bisher unbekannte Stimme, also sie ist mir noch nicht bewusst, der Name zumindest irgendwie aufgefallen, ist auch, soweit ich das gesehen habe, nicht irgendwems Synchronstimme, was man ja bei Hörbüchern sehr häufig hat. Hier kann ich schon mal sagen, dass mir die Stimme sehr gut gefallen hat, dass ich die männliche Stimme sehr passend in dieser Geschichte fand, weil einfach natürlich auch das Setting so ein bisschen rauer eigentlich ist und man so denkt, ja, da passt irgendwie eine männliche Stimme besser. Ist natürlich immer auch nur meine Meinung. Andere würde vielleicht sagen, okay, eine coole Frauenstimme hätte es auch irgendwie gut untermalt. Bei mir ist aber der männliche Eindruck, sage ich jetzt mal, sehr positiv angekommen. Wir befinden uns in England und nach einer Katastrophe gibt es die Welt, wie wir sie kennen, nicht wieder. Wir befinden uns, zumindest denken wir das zu Beginn, im Mittelalter und treffen dort auf einen Todesfall, denn der Pfarrer des Dörfchens hier irgendwo im Nirgendwo in England ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, und Priester Fairfax macht sich auf die Reise in dieses Dörfchen, um den Tod vielleicht auch irgendwie aufzudecken, aber eigentlich um die Beerdigung abzuhalten und dem Pfarrer die letzte Würde zu geben und dafür zu sorgen, dass auch im Nachgang alles recht glaubensneutral bleibt und die Menschen eben da nicht ihren Glauben irgendwie verlieren. Doch recht schnell in der Geschichte erfahren wir, dass irgendetwas in der Welt passiert ist, denn der Pfarrer hat so das ein oder andere Geheimnis. Er sammelt unter anderem seltene und auch seltsame verbotene Geräte und Relikte. Unter anderem findet sich ein Kommunikationsgerät wieder, was auf der einen Seite eine Art Glas hat und auf der Rückseite einen abgebissenen Apfel. Und so findet er allerhand Dinge, also Priester Fairfax bei unserem toten Pfarrer. Und dann merken wir doch recht schnell, wir sind hier eigentlich gar nicht im Mittelalter, denn irgendwas ist passiert, was unsere Zeit, unsere Zivilisation so weit zurückgeworfen hat. Denn es gibt natürlich auch Gebäude, die nicht mehr bewohnt sind, aber es einmal waren, die groß waren und die auch für ganz gewisse Dinge standen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr faszinierend. Die Frage, die sich in der Geschichte natürlich stellt, ist, warum musste der Pfarrer sterben? Was hatte er mit diesen verborgenen, verbotenen Gegenständen so damit zu tun? Wie ist die Welt so geworden? Und was hat eigentlich die Kirche für einen Stand? Und warum ist die Kirche mal wieder so stark geworden? Und diese Fragen beantwortet uns das Hörbuch von Robert Harris. Natürlich hat auch der Titel des Buches, Der zweite Schlaf, einen Sinn, den man relativ schnell erfährt. Denn es geht darum, dass
man früher zur mittelalterlichen Zeit wohl zweimal geschlafen hat. Man ist einmal vor 24 Uhr zu Bett gegangen, hat 4 Stunden geschlafen, ist dann aufgewacht, aufgestanden, hat nochmal getrunken, gegessen, hat sich nochmal beschäftigt, auch unterhalten und ist dann nochmal zu Bett gegangen, um nochmal weiter zu schlafen. Und das fand ich super spannend und man könnte jetzt natürlich auch einen Bezug hernehmen zum zweiten Schlaf, was auch die Geschichte so ein bisschen damit zu tun hat. Mir hat der Schreibstil in der Geschichte von Robert Harris unglaublich gut gefallen. Ich fand ihn sehr spannend, sehr packend. Ich fand ihn sehr besitzergreifend, sehr einnehmend. Gerade zu Beginn hat man eigentlich das Gefühl, dass man immer weiter hören will und noch mehr und noch eine halbe Stunde und noch eine Stunde. Und ja, es zieht einen so hinein. Man fragt sich, wo führt das Ganze eigentlich hin? Was hat dieses Mittelalter? Wo kommt das her? Wie kam es dazu? Was hat es wieder mit den Einflüssen der Kirche zu tun? Und man ist so gepackt und gebannt und weiß eigentlich gar nicht so recht, was passiert, bis man gefühlt wirklich so darauf gestoßen wird, dass wir uns eigentlich irgendwie in der Zukunft unserer jetzigen Zeit befinden, aber von den ganzen Dingen drumherum eigentlich in der Vergangenheit sind. Ich mochte, dass die Geschichte so von Priester Fairfax erzählt wurde. Ich habe mir schon mal so ein bisschen gedacht, so eine andere Perspektive wäre vielleicht auch noch spannend gewesen, aber ich fand es ganz interessant, dass wir es aus seiner Sicht erfahren haben, auch mit seinen Worten, mit seinen Gedanken und so einfach sehr tief so ein bisschen eindringen konnten in diese Welt und natürlich nur, wie gesagt, eine Perspektive. Es wären vielleicht 2, 3 auch ganz schön gewesen, aber so ist es sehr intensiv geworden und man ist einfach so dran geblieben in dieser Geschichte. Nachdem der Start super spannend war und einen mitgerissen hat, war man in der Mitte so ein bisschen atmosphärischer unterwegs, hatte so das Gefühl, ja, es könnte so eine etwas atmosphärische Länge auch sein, wo man ein paar Informationen bekommen hat, wo man langsam auch so dahinter kommt. Das Ende, muss ich ehrlich sagen, ging mir fast eine Spur zu schnell. Das Buch hätte für mich auch gerne noch 200 Seiten mehr haben können, denn das Ende ist einfach, es geht Schlag auf Schlag, es passieren unglaublich viele Dinge in kurzer Zeit. Und das Ende, das richtige Ende, ist wohl tatsächlich auch ein bisschen, streitbar, denn mancher wird es mögen, dass es so endet, ein anderer denkt sich, ach nee, ich hätte es mir anders gewünscht. Und ich kann das auch durchaus verstehen. Ich persönlich, ohne zu spoilern, mochte das Ende, denn es ist ein richtig gutes Ende, auch wenn natürlich leider viele Fragen offen bleiben, was ich auch ein bisschen schade fand, aber mich hat es tatsächlich im Moment sprachlos gemacht und ich dachte so, als der Sprecher dann so meinte, ja, vielen Dank fürs Hören bei Audible und ich stand so da und dachte, bitte? Was? Es ist jetzt gerade vorbei. Es hat mich so einen Moment ganz schön sprachlos zurückgelassen und auch dieses ganze Buch, dieses Hörbuch, was so toll gesprochen ist, hat mich wirklich in den Bann gezogen. Ein bisschen Kritik möchte ich äußern, aber das ändert eigentlich nichts an diesem Highlight, denn die Charaktere blieben für mich an mancher Stelle doch ein bisschen oberflächlich und es gab auch ein bisschen wenig Tiefgang. Ich fand es persönlich nicht schlimm. Möchte es auch wirklich nur als kleine Kritik anführen, aber ich glaube, wie gesagt, 200 Seiten mehr, nicht nur am Ende, sondern auch ein bisschen mittendrin und vielleicht auch den Spannungsbogen ein bisschen anders gefasst, hätten das Buch wirklich perfekt gemacht. Nichtsdestotrotz ist es für mich der Hörgenuss des Monats und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ist für mich wirklich ein sehr, sehr gelungenes Buch, ein toller Robert Harris und wirklich ein Roman, der mich sehr begeistern konnte, mich sehr gefesselt hat und auch unglaublich unterhaltsam war. Und das nicht nur dank des Sprechers, dank Frank Arnold, der das wirklich ganz wunderbar eingesprochen hat und natürlich auch, dass es uns auch einfach zur Verfügung gestellt wird und natürlich auch als Buch. Auf jeden Fall lesenswert. Ich kann es natürlich nur den Hörgenuss beurteilen, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das Buch in gelesener Form ein Highlight ist und ihr findet zum Buch auch die Informationen unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und nun ist es auch schon wieder vorbei mit dem Schwärmen, denn das erste reguläre Hörgenuss des Monats Video ist nun vorbei. Ihr könnt jetzt natürlich bei den ganzen Mädels vorbeischauen und einfach mal reinschauen, welche Hörgenüsse sie euch vorstellen. Lasst euch da einfach überraschen, klickt euch mal durch, habt Spaß mit unseren Videos und vielleicht wollt ihr uns ja auch erzählen, was euer Hörgenuss des Monats war, ob ihr überhaupt Hörbücher hört oder ob ihr lieber Podcasts hört, Hörspiele, ob ihr irgendwie da etwas verfallen seid, vielleicht auch gerne, wo ihr es hört und lasst uns das gerne ein bisschen im Austausch unter den Videos so ein bisschen gemeinsam
wie auch immer. Es war jetzt, glaube ich, kein guter Satz, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, verpacke alles unten in die Infobox und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.